von mir ein weiterer Teil der Aufgebraucht-Reihe und ja, erstaunlicherweise Lippenpflege. Ja, ich habe ja schon mal ein Aufgebraucht-Video zum Thema Lippenpflege gemacht und ich benutze sehr viel Lippenpflege und daher ist wieder einiges zusammengekommen. Und dann starte ich auch gleich einmal Carmex im Tiegel. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hatte es auch noch in meiner Tube. Das hatte ich an meine Mutter weitergegeben. Roch komisch. Riecht immer noch komisch, der Tiegel. Schmeckt bescheuert. Schmeckt richtig grauenvoll. Total unappetitlich. Total schrecklich, finde ich. Hab's dennoch leer gemacht. Was mir nicht gefällt, ist, dass es auf Erdölbasis ist und eben nicht... Ja, das als Lippenpflege halte ich für nicht ganz so schlau. Da sind 7,5 Gramm drin, 24 Monate haltbar und ja, ich mochte ihn gar nicht, weil er hat auch nicht großartig geholfen. Er hat schrecklich geschmeckt, schrecklich gerochen und war irgendwie schon eine leichte Qual für mich, den aufzubauen. Ihn einfach nur aufgebraucht, weil er mir zum Wegschmeißen zu schade war. Aber wirklich geholfen hat er nicht und ja, nicht so meins. Von Balea, den Urea Lippenbalsam, reichhaltige Pflege für spröde Lippen, sind 10 ml drin. Okay, mindestens haltbar, da steht sogar ein Datum drauf und nicht einfach nur wie viele Monate haltbar, das finde ich sehr gut. Es ist aus der Tube, sieht so aus. Man verschmiert es eher auf den Lippen, als dass man es aufträgt und verschmiert hier den gesamten, verschmiert hier oben alles, anstelle das großartig aufzutragen. Schmeckt nicht besonders toll, aber jetzt auch nicht so schlimm wie Carmex. Hilft nicht wirklich viel. Ich habe es mir nur gekauft, weil eine YouTuberin mal gesagt hat, ich weiß leider auch nicht mehr, wie sie heißt. Sie macht mittlerweile auch keine Videos mehr, weil sie gesagt hat, das ist ihre absolute liebste und beste Lippenpflege überhaupt. Ja, interessant ist es schon, dass es in der Tube ist, weil es mal was anderes ist, aber man kriegt nicht alles raus. Es ist schwierig, den letzten Rest rauszukriegen. Da habe ich mir wirklich hier die Finger verbogen. Hier so habe ich das dann so in den Rein gedrückt. Und vermutlich ist da sogar immer noch was drin. Und ich müsste es aufschneiden, wenn ich es genau wissen wollen würde. Aber so gut war sie nicht. Sie war jetzt in Ordnung, aber sie war jetzt nicht so die allerbeste Pflege. Und muss nicht sein. Es hat wirklich komisch geschmeckt, wirklich. Und manchmal ist dann auch, wenn man da wirklich viel gepresst hat, weil ich versucht habe, den letzten Rest rauszukriegen, viel dran rumgedrückt hat, dann ist da so viel rausgekommen, dass es zu viel war zum Teil. Und das ist zwar schön, weil es mal was anderes ist in der Tube, aber es hat sich bei mir nicht bewährt. Es ist für mich total unpraktisch und unbrauchbar. Dann, wo ich ja eigentlich gesagt hatte, ich werde es mir nicht nachkaufen, ist die Balea Lippenpflege... exotische Pflege für die Lippen, der Kokoslippenpflegestift. Ja, da ist noch ein ganz bisschen drin, aber das hole ich jetzt nicht raus. Ja, ich hatte den halt noch hier liegen. Ich habe ihn mir nicht nachgekauft, ich hatte den noch. Ich hatte ihn mir wohl irgendwie nachgekauft, bevor ich den aufgebraucht hatte, den anderen aus dem letzten Video. Ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass der so schnell leer geht. Das fand ich jetzt gar nicht mehr, dass der so super schnell leer geht. War jetzt kein großer Unterschied zu anderen Lippenpflegestiften. Aber ja, er riecht gut, riecht auch immer noch gut. Aber irgendwann kriegt man den Duft nicht mehr mit, weil man ihn permanent in der Nase hat. Und ja, dafür ist die Lippenpflegewirkung einfach nicht so grandios und bei richtig spröden Lippen hilft sie nicht. Aber wer leicht graue Lippen hat oder und Kokos sehr gerne mag, dem kann ich sie trotzdem empfehlen. Dann Burt's Bees
Dieser hier mit 8,5 Gramm. Diese Minze, das ist so ein Minze-Balsam. Die Verpackung finde ich ja wirklich toll und es ist auch wirklich hübsch. Wirklich tolle Sache, super schön. Ja, ist halt auf Bienenwachsbasis, daher nicht vegan, aber was ich mich immer frage, hier, Carmex ist auf, ich weiß den Namen jetzt nicht genau, auf jeden Fall auf Erdölbasis. Und ja, lieber natürliches Bienenwachs, was definitiv nicht schädlich ist, oder, was ich leicht kritisch finde, auf Erdölbasis wie Carmex. Dann, das ist zwar für Veganer nicht vegan, was, das kapiere ich, werde ich wohl nie kapieren. Ja, die war anfangs sehr fest, dass ich nichts rausgekriegt habe, war sehr intensiv, was das, die Minze anging, bei wirklich spröden Lippen, brannte es sogar leicht. Die Minze ist ja in die Nase gegangen, also wenn man dran gerochen hat, dann hat man schon eine leicht freie Nase bekommen bei leichtem Schnupfen. War halt sehr fest, aber als es dann weicher wurde, dann wurde sie immer weicher und irgendwann war es in Ordnung. Aber erstmal das zu erreichen, dass man sie vernünftig nutzen kann, hat gedauert, weil man musste sie erstmal so weit abtragen, sozusagen die obere Schicht oder so. Hat da am Anfang nichts rausgekriegt und dieser Anfang, da überhaupt die so weich zu kriegen und so, das war schon schwierig. Selbst in der Hosentasche hat das teilweise, wurde sie nicht weich genug, um wirklich was davon nutzen zu können. Und ich habe sie auch teilweise so genommen und so auf die Lippen geschmiert, als sie noch sehr voll war, weil da ging es noch. Irgendwann war sie halt weich genug und da war es dann alles kein Problem mehr. Sie wirkt gut, ist aber bei ganz schlimm spröden Lippen, da brennt sie halt durch die Minze und dann ist es eher, das tut weh und das will man ja auch nicht. Als allerletztes absoluter heiliger Gral von mir, Weleda Evaron Lippenpflegestift mit 4,8 Gramm mit Vanille und Rosenduft. Ökotest sogar sehr gut. Ja, ist super, ist toll. Rosenduft kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Von mir aus hat er keinen Rosenduft, wirklich null. Vanille vielleicht so ein bisschen. Teilweise hilft wirklich nur dieser Lippenpflegestift bei wirklich spröden Lippen. Das ist absolut das Beste. Der kostet um die 7, 8 Euro und ist top. Weil er recht teuer ist, habe ich den diesmal sogar leer gekratzt. Und ja, da ist wirklich doch eine ganze Menge hinterher noch drin, die man rauskratzen kann. Das waren jetzt meine 5 Lippenpflegeprodukte, die ich leer gemacht habe. Ich werde mir jetzt, glaube ich, erstmal keine Lippenpflegeprodukte mehr kaufen. Außer den hier, den werde ich mir immer nachkaufen, wenn der leer ist. Weil wenn ich wirklich spröde Lippen habe, dann brauche ich den auch einfach. Weil da hilft wirklich nichts anderes dann. Und ja, sonst werde ich einfach erstmal das aufbrauchen, was ich noch habe. Weil ich habe wirklich viel zu viel und irgendwann werde ich einfach, ich hoffe, ich werde es irgendwann schaffen, dass ich wirklich nur noch den hier habe und wirklich dann auch nur noch den hier nachkaufe, weil die anderen brauche ich nicht. Sind zwar tolle Lippenpflegeprodukte zum Teil wirklich dabei, aber absolut top und das allerbeste ist einfach der. Habt ihr einen heiligen Gral, was Lippenpflege betrifft? Dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich immer über Tipps und das war's dann und dann, ja, denke ich, sehen wir uns im nächsten Video. Lippenpflege. Das ist ein Produkt, das kann ich nur empfehlen. Es riecht sehr künstlich, obwohl es Naturkosmetik ist. Bleibt es auch auf den Lippen, es lutscht dich nicht schnell weg und es erhält auch länger, also er ist ergiebiger. Lippenpflegestift mit Kokos. Ich habe 2 hier leer gemacht. Den Maybelline Jade Bilder Augen Make-up Entferner speziell. Bilder Augen Make-up.